Sony hat sich's natürlich nicht nehmen lassen, auf der E3 ihren Vorzeigemonsterschlechter zu präsentieren. In God of War 3 darf Kratos sich wieder nach Herzenslust durch die griechische Mythologie schnetzeln. Das Spiel erscheint natürlich für die PlayStation 3 und ist laut Game Director Stig Asmussen der Abschluss der God of War Trilogie. Ob es damit aber auch das letzte God of War Spiel überhaupt sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat man mit Chains of Olympus für die PSP bereits einen Teil außerhalb der Hauptserie auf den Markt gebracht. Der auf der E3 gezeigte Abschnitt, in dem Kratos gegen Zentauren sowie Chimären kämpft und dem Sonnengott das Haupt abschraubt, um es in den finsteren Katakomben des Olymp als Glühbirne zu verwenden, war für die Fachpresse allerdings ein alter Hut. Sony hat diesen Abschnitt bereits dreimal präsentiert. Diesmal können wir euch aber erstmals auch ein Video von Kratos in Aktion zeigen, sowie unsere Eindrücke vom Anspielen schildern. Das Bildmaterial stammt von Sonys Pressekonferenz, ist also von einer Leinwand abgefilmt und spiegelt damit natürlich nicht die technische Qualität des finalen Produkts wider. Das dritte God of War Abenteuer knüpft direkt an den zweiten Teil an und begleitet Kratos auf seinem Rachefeldzug gegen die Götter. Mit Hilfe der aus der Knechtschaft befreiten Titanen stürmt der Geist Spartas den Götterberg und trägt auf dem Rücken der Riesen sogar ein ums andere Mal Schlachten gegen die Truppen des Zeus aus. In der hier gezeigten Szene sind wir von der Besteigung der Titanen aber noch weit entfernt und Kratos steht noch ganz am Anfang der Reise zum Thronsaal der Götter. Die Kämpfe laufen nach dem bekannten Schema ab. Im Vergleich zu den PlayStation 2 Vorgängern hat sich spielerisch nicht allzu viel geändert. Das ist besonders für Veteranen gut, da sie schnell wieder im Spiel drin sind und sich nicht mit allzu vielen Neuerungen vertraut machen müssen. Eine dieser Neuerungen sind die metallenen Handschuhe, mit denen Kratos bestimmte Objekte zerstört, die er aber auch für den Nahkampf einsetzt. Bei Bedarf kann er die Metallungetüme sogar wie seine Chaosklingen an Ketten ausfahren. Eine bestimmte mythologische Vorlage für die Handschuhe gibt's nicht. Orientiert haben sich die Entwickler hierbei scheinbar am griechischen Kestus, eine Art Boxhandschuh der Antike, der aus eng geschnürten Lederriemen bestand. God of War 3 hält sich beim Spielablauf eng an die Vorgaben der übrigen Teile. Große Innovationen solltet ihr also nicht erwarten. Fans freuen sich auf die bewährte Spielmechanik, die diesmal mit imposanter HD-Technik aufgemotzt wird. Bleibt nur abzuwarten, was die USK zu den blutrünstigen Schnetzelorgien des Spartaners sagt. Harmlos ist God of War 3 nämlich auf keinen Fall.